Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu den Tiefen von Ashina hier in Sekiro und wir gucken uns das Ganze hier mal ein bisschen an. Gucken, was hier so Schönes gibt. Überall wahrscheinlich diese komischen Gegner. Oh, ich habe da irgendwas gehört. Was bist du denn für einer? Siehst du mich überhaupt? Ah, steh wieder auf. Ach, da kommt unser Kumpel her. Ah, ich verstehe. Und hier kommt also unser Kumpel. Ah. Zieh mal einer, guck. Ah, dann müssen wir öfters runterspringen. Ich sehe schon. Ich werde mal kurz rasten. Wir haben da doch Inventar. Beruhigungsmittel könnte helfen später. Göttliches Konfett. Das Papier wird wie Götterwasser, solange keiner die berührt. Somit ist es möglich, Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Ja, das ist aber Erscheinung. Tiefen von Ashina. Guck mal, das Nötchen. Oh, guck mal, hier sind Leute. Guck mal, der hat was in der Hand. Das ist cool hier, aber ich würde gerne nochmal runterspringen. Oh. Verlassenes Verlies. Wir haben da noch nicht alles erkundet. Ich weiß, da ist dieser komische Obermotz, der mir höchstwahrscheinlich eine Gebetsperle gibt, so wie der Kopflose. Ich würde sie gerne alle besiegen, aber scheint mir unmöglich. Von da kommen wir, oder? Weil da ist noch Loot. Habe ich irgendwas zu verlieren? Ich habe 96 Gold, also rein theoretisch könnte ich den hier bis zum Erbrechen bekämpfen. Komm, geh weg, Kleiner. Okay, wir kommen von da. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterspringe, ne? Breche ich mir erstmal ein Bein. Weil die Type hat mich natürlich gesehen. Kein Problem, ich komme wieder. Lesen. Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans. Hingerichtet nach der großen Rebellion. Mögen ihre Seelen ruhen. Hi. Ich weiß aus Erfahrung, dass ihr irgendwie nichts könnt. Und dass ihr mir nichts gebt. Fest draufbeißen. Ein geheimes blaues Shinobi-Mittel im Krieg ist es manchmal notwendig, sein Leben zu opfern. Während die Samurai sich voller Stolz in ihre eigenen Schwerter stürzen, bedürfen die Shinobi einer schnellen Methode für die Verwendung, beißt man schnell und fest die Backenzähne aufeinander. Die Auferstehung ist nach dem Einsatz nicht begrenzt. Was? Check ich nicht. Kann ich dann auf ewig auferstehen? Oh, guck mal, Insekten. Öl. Ach, der lebt wieder. Alter, was ist denn hier los? Hi. Was tut ihr ausgerechnet hier? Ich weiß es nicht. Ah, seid ihr vielleicht ein Shinobi? Ja. Das ist richtig. Das dachte ich mir. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich bin Dojun. Ich wurde mit der Zubereitung einer Medizin mit dem ewigen Wasser beauftragt. Ich komme gleich zum Punkt, mein lieber Shinobi. Diesen Brief habe ich von meinem Sensei erhalten. Darin sind alle Details genau beschrieben. Blutiger Brief des Chirurgen. Ein abgenutzter, blutbefleckter Brief von Dosaku, dem Chirurgen im verlassenen Verlies. Benötigt einen kräftigen Mann, vorzugsweise ein starker Samurai oder ein junger, großer Soldat, etwa ein Mitglied der Taro-Truppe, muss unversehrt geliefert werden, Dosaku. Aber wohin? Im verlassenen Verlies. Mein lieber Shinobi,
Die Details befinden sich in dem Brief, den ich euch gegeben habe. In Anbetracht der Art der Information ist es besser, wenn wir möglichst wenig übereinander wissen. Liefert er jetzt Sklaven aus oder so? Hi. Alter. Deine kleinen Haustiere tun mir weh. Roter Klumpen. Ach scheiße, ich hab's nicht gelesen. Ich vergaß, dass ich jetzt ja Zeit habe zum Lesen. Ein roter Klumpen. Ein runder roter Klumpen. Verleiht beim Verzehr rote Augen und reduziert das Zurückweichen bei feindlichen Angriffen, aber Auferstehung kann nicht benutzt werden. Eine rote Masse ist der Überrest einer Person, die sich ihre Wünsche nicht erfüllen konnte. Fühlt sich warm an, sie pulsiert sanft. Das ist ein Stück Hirn. Verleiht dem Verzehr rote Augen. Reduziert das Zurückweichen beim feindlichen Angriffen. Aber Auferstehung kann nicht benutzt werden. Was sind das für komische Items, die kein Schwein braucht? Gibt's nicht kleine? Oh, guck mal, ich kann speichern. Was ist das hier? Was ist das hier für ein Ort, sag mal? Das ist ganz seltsam. Hier kann ich schwimmen? Eisenschrott? Ey, das ist hier ein... Das ist ein Labyrinth. Sind hier Fischis oder Karpfen? Bist du ein Karpfen? Nee, du bist ein Fischi. Okay. Dann halt nicht. Ach, ihr seid Gegner. Ich dachte, ihr wärt die Netten. Oh. Ich dachte, zu euch muss ich liefern. Sorry. So kann man sich täuschen. Beruhigungsmittel. Leichter Geldbeutel. Schwarzes Schießpulver. Dann gehen wir mal weiter. Was hier? Au! Finde ich nicht nett von dir. Ab ins Wasser mit dir. Also ich muss sagen, solche Orte mag ich nicht so sehr, weil es ist alles so... So unübersichtlich, es gibt irgendwie 1000 Wege, hier ist... Was ist das denn? Ist das ein Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl. Was ist das für ein Ort? Ich bin zutiefst verwirrt. Hier sind mächtige Wesen am Start, die ich irgendwie nicht töten kann. Ich will dieses komische Zeug noch nicht einsetzen, bis ich es kaufen kann. Keine Ahnung, vielleicht kann ich es mittlerweile irgendwo kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier irgendwo auch ein Händler. Mit wo bin ich denn jetzt schon wieder? Du. Ja, du da. Ja? Redest du? Band mit mir? Die Mönche des Senpo-Tempels haben sich von Buddhas Lehren abgewandt. Sie haben ihren Glauben verraten, auf der Suche nach Unsterblichkeit. Wenn du gefangen genommen wirst, werden dir unsagbare Dinge zustoßen. Am besten kehrst du um und nimmst denselben Weg, den du gekommen bist. Aber ich werde dir den Zutritt nicht verwehren. Wenn du darauf bestehst, solltest du es tatsächlich tun, sei bitte vorsichtig. Alles klar, und hier hinter ist jemand. Ich Nein. Werde dich solltest. Pass auf. Ich werde Nein. dir den solltest. Verzieh dich. Will mich an die Wand. Okay, dann öffne ich die Tür und da ist ein kleines Mädchen. Ah, gut. Ja, jetzt bin ich wieder irgendwo. Was?
Was? Was sind sie? 1 Milliarde Wege, die ich gehen kann? Jetzt. Du hast also beschlossen, ja. Wir werden für deine Sicherheit beten. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Natürlich gehe ich weiter. Wir gucken, was hier ist, bevor ich abhaue. Oh Gott, das ist doch wieder verzweigt. Hier bist du hinter, oder? Riesenschrott. Hallo? Sie haben mich hier zurückgelassen. Wo sind Sie alle hin? Warum haben Sie Kotaro im Stich gelassen? Was mache ich denn jetzt? Du wirst Drachen-Aids bekommen, wie alle anderen auch. Warum weinst du? Weil alle weg sind. Ich bin ganz alleine. Wer sind alle? Alle? Wie? Wer? Die tanzenden, rot-weißen Blumen. Nur eine schneeweiße Blume. Ich kann die schneeweiße Blume nicht finden. Was? Mein Kopf tut weh. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich muss nur die schneeweiße Blume finden. Ich brauche eine schneeweiße Blume für den Dude. Oder Drachen-Aids bekommt. Was? Wird das eigentlich nicht so notwendig sein? Wieso ist denn Drachen? Oh, es ist zu viel. Oh, was ist denn hier los jetzt? Ist hier ein Weg? Oh. Hallo? Oh, krieg ich hier die Mönchskunst? Kann ich kämpfen wie ein Mönch, nachdem ich euch besiegt habe? Du weißt nicht, wo ich bin, Junge. Bete weiter deinen, keine Ahnung, Boden an. Der heilige Boden. Eigentlich wollte ich zurück. Oh, der hat einen Stab, der ist gefährlich. Da komme ich von der Seite. Es ist hier mehr als verwirrend für mich. Das sind 50.000 von. Wie viele sind denn hier? Ich will hier auch nicht großartig rumlaufen. Ich will erstmal. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht weiß, wo ich bin oder hingehen soll oder was weiß ich. Ich bin mehr als verwirrt. Ich habe noch nicht mal die eine Ecke durchforstet. Da komme ich um. Da steht einer an der Brücke. Willst du auch sterben? Ich weiß ja nicht. Und Sterblichkeit macht dumm. Oh, da ist was. Oh, da ist eine Ratte. Konfekt! Bibu des Geistes. Und eine Ratte. Die höchstwahrscheinlich nicht alleine sind. Wo die ist. Hat ihr den Drachen steigen lassen? Oh, ein Konfekt. Oh, gut. Was mache ich hier? Loslassen? Was? Angel ich jetzt irgendwelche Vögel oder so? Oh Gott, ich bin so verwirrt. Das macht mich hier fertig. Passiert da irgendwas? Was ist das? Wisst ihr was? Wir werden mal die anderen
Ecken und was weiß ich durchforsten. Ich werde auf jeden Fall eher hier lang gehen als unten. Aber wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Ist die Tür zu? Wieso ist die Tür zu? Hä? Achso, die Tür ist offen. Alles klar. Da ist noch eine Menge Loot, da sind irgendwelche Häuser. Oh, guck mal, da ist noch Loot. Nehmen wir den Loot mit, bevor wir uns hier verziehen. Wir haben noch einiges zu durchsuchen, bevor wir uns entscheiden, welchen Weg wir gehen. Und vor allem habe ich so das Gefühl, dass wir... Wir gehen mal hier hin. Da, ich glaube, da war noch ein Weg. Ich bin mir nicht sicher, das ist... Hui. Heißt zu viel Input gerade für mich. Komm nicht drauf klar. So, da ist ja Mr. Magifuzzi, ne? Wenn ich an ihm... Ah, hier geht's ja runter zum Loch. Hier kann ich ja runterspringen. Ja. Bist du schon krank? Nee. Warte. Das stimmt, wenn ich hier runterspringe, dann... Wir müssen doch öfters runterspringen und alles. Um Gottes Willen. Ich werde nochmal kurz hier an der Magiefuzzi vorbeilaufen. Eines Tages werde ich ihn töten, wenn ich weiß wie. Aber dafür brauche ich halt ein bisschen Zeit und kein Geld. Und weil ich arm dran bin, kann ich das gerne machen. Hui, hui. So, war hier noch ein Weg? Ah, hier war noch Loot. Ja, nimm doch das scheiß Objekt. So, war hier unten sonst noch irgendwas? So, ich kann mich hier easy verstecken. Vor seinem Fluchgedöns. Ich kann ihn auch anvisieren. Ups. Dann gib mir mal den Kram. Blockt er sowas? Hui. Nö. Hat er nicht nötig. Wie bringt man den denn? Der nimmt genauso wenig Schaden wie der andere Kollege. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas verpasst haben. Ja, viel Spaß, Kleiner. Du bist jetzt auch nicht der Schnellste. Hier unten war noch ein Weg, ne? Wir sind ja hoch. Sind wir hochgegangen? Ich weiß es nicht. Hier ist ja auch noch was. Haben wir hier? Nö, hier ist ein Händler. Ja, cool. Ich dreh durch. Was gibt's hier alles für Wege? Oh, was hast du denn anzubieten? Wollt ihr noch ein, wo die Verstorbenen ja, wie nutzen? Okay, was können wir bei dir kaufen? Geldbeutel ist klar. Gebetsperle für 1400, ja, das mache ich. Ist ja gar kein Problem. Dann will ich doch bestimmt auch verkaufen und dann verkaufe ich dir doch bestimmt die Geldbeutel, die ich habe, ne? Wir haben 20 Stück davon und ich brauche 1500. Das heißt, du kriegst 15 Stück. Bitteschön. Wieso habe ich jetzt mehr? Achso. Ach, ich habe mein eigenes Geld vergessen. Gebiet. Oh, nice. Maskenfragment Drache. Oh, dafür werde ich nochmal ein bisschen Geld sparen. Können wir uns vielleicht schon beim nächsten Mal kaufen. Die Frage ist, wann bekommen die neues Zeug? Oder kann ich wirklich nur so wenig bei denen kaufen? Naja. Wo die Verstorbenen? Ja, komm. Viel Spaß mit der Drachenkrankheit. Oh, der hat einen Hund. Okay, kann ich Hundi töten?
Ah, Hundi ist tot. Jetzt müssen die mich vergessen und schleiche ich mich rüber. Ist der Plan. Mopsi ist eh zu fett, um hier reinzukommen, ne? Und der hat noch einen Hund. Er hat noch einen Hund. Oh, der arme Typ, ich habe jetzt den Hund umgebracht. Ja, cool. Weg Nummer 3 anscheinend. So hat er eine Glocke am Start. Maschinenburg. Magnetitschrott. Wieso hab ich die schon belauscht? Ich bin hier! Ihr wollt mich doch verarschen. Wollt ihr mir dann sagen, ich habe den schweren Weg genommen? Okay. Und gucken wir mal, was da unten ist. Maschinentalsperre. Ah ja, gut. Beschlossen. Alles klar. Gut. Hat sich das auch geklärt? Wir sind hier die komischen Leguan-Viecher. Das ist meins, Kollege. Geh mal weg. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir aber noch längst nicht alles entdeckt haben. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was. So, auf die andere Seite müssen wir auch gleich noch. Oh. Wieso waren die anderen so stark? Und ihr nicht? Eisenschrott. Schwerer Geldbeutel. Ach, hier hätte ich auch hochgehen können. Naja. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und gucken mal, was auf der anderen Seite ist. Boah, heute nur Erkundungstouren, ey. Holy shit. Der Tod. So wie es aussieht. Wo lande ich, wenn ich hier lang gehe? Ach, hier. Okay. Sehr verwirrend das Ganze. Aber wir reisen einfach mal. Nee. Ich habe keine Ahnung. Tiefen von Ashina? Hier, ne? Nee, das ist der Sam. Ach Gott, ich bin so verwirrt. Es gibt hier einfach zu viel. Vor allem haben wir die Höhlen noch nicht komplett erkundet. Erkundet. Aber ich würde sagen, das erledigen wir dann in der nächsten Folge und dann sind wir noch weiter verwirrt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.